Ja, also den Wettbewerb 100 beste Plakate gibt es von seinen Ursprüngen her seit Mitte der 60er Jahre. Er kommt sozusagen aus der DDR und ist dann über die Zeit der beiden Dezennien zwischen den 90er Jahren entwickelt worden, gesamtdeutsch. Und im Anschluss dann seit 2001 für den deutschsprachigen Raum ausgeschrieben. Anliegen ist es, aus der Plakatproduktion dieser drei Länder auf der Basis einer freiwilligen Teilnahme am Wettbewerb möglichst viele der in den jeweiligen Jahrgängen entstandenen Plakate zu sichten und durch eine jeweils jährlich wechselnde, international besetzte Jury halt beurteilen zu lassen. Wir sprechen immer die gesamte Plakatproduktion, wie gesagt, aus den drei Ländern an, in dem jeweiligen Jahr, geben dort keinerlei technische oder inhaltliche Vorgaben. Das heißt, jeder, der in diesem Zeitraum ein Plakat gestaltet hat, welches gedruckt wurde und in den Aushang kam, kann dieses einschicken. Wir erreichen natürlich nur einen gewissen Querschnitt der Plakatgestaltung überhaupt und müssen über die Jahre feststellen, dass insbesondere die großen Werbeagenturen sich bei unserem Wettbewerb aus bestimmten Gründen nicht so besonders gut aufgehoben haben. Da das vergleichsweise wenig ist, haben wir also einen sich daraus ergebenden Schwerpunkt für zum Teil das Kulturplakat oder eben halt auch für studentische Projekte, die hier einreichungsberechtigt und demzufolge auch unter den 100 besten Plakaten dann vertreten sind. Im Plakatjahrgang 2013 gibt es als bestimmende Trends eine Reihe von fotografischen Lösungen im Plakat. Plakate, die vorwiegend mit typografischen Mitteln arbeiten, wie das auch die anderen Jahre schon war und natürlich auch die Mischformen all dieser Mittel. Und als interessante, wie man vielleicht sagen kann, Neuerung sehen wir in diesem Jahrgang einige Plakate, die auf den ersten Blick so gar nicht recht mit Plakat etwas zu tun haben, die also sozusagen nur eine visuelle Wirkung im Sinne eines Eyecatchers vielleicht sogar streuen und über diesen, ich nenne es mal visuellen Umweg, dann in gewisser Weise den Betrachter zum Nachdenken anregen.